TELC, Deutschtest für Zuwanderer. Hören Teil 1. Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Herzlich willkommen bei unserer Kundenhotline. Dieser Anruf ist für Sie kostenfrei. Wenn Sie mit unserem automatischen Bestellservice verbunden werden möchten, drücken Sie bitte die Taste 1. Für das Fax-Abrufcenter drücken Sie bitte die Taste 2. Betätigen Sie die Taste 3, wenn Sie mit einem Mitarbeiter sprechen möchten. Mit der 0 gehen Sie zurück. Nummer 1. Verehrte Fahrgäste, beachten Sie bitte folgende Änderungen im heutigen Fahrplan. Wegen Bauarbeiten fährt die Straßenbahn der Linie 1 zwischen 12 und 18 Uhr nur bis zur Haltestelle Ostbahnhof. Reisende der Linie 1 benutzen ab Ostbahnhof bitte die dort bereitgestellten Ersatzbusse. Um 18 Uhr sind die Bauarbeiten beendet und die Straßenbahn der Linie 1 fährt wieder nach Fahrplan. Nummer 2. Guten Morgen, Herr Chang. Hier ist Frau Meier von der Sprachenschule Internationales Lernen. Sie besuchen ja einen unserer Sprachkurse. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass die Kursräume heute und morgen nicht benutzt werden können. Die Wasserleitungen werden repariert. Das heißt, Ihr Kurs fällt heute und morgen aus. Wir hoffen, dass danach alles wieder in Ordnung ist. Aber fragen Sie doch bitte morgen nochmal telefonisch nach. Vielen Dank. Nummer 3. Hallo Mama, hier ist Kevin. Du, ich war bei Nico und wollte gerade nach Hause kommen. Aber jetzt fährt keine Bahn mehr und mir ist auch so kalt. Ich gehe zurück zu Nico. Ich habe da schon angerufen. Ich kann bei seiner Familie übernachten. Mach dir keine Sorgen. Ich sehe dann morgen, wie ich fahren kann. Tschüss! Nummer 4. Guten Tag, Frau Lopez. Hier ist die Volkshochschule Martina Ertl. Sie waren bei uns im Büro, weil Sie Ihr Buch verloren haben. Ein Kollege hat es gefunden. Sie können es bei uns abholen. Heute ist das Büro für Kunden geschlossen. Morgen sind wir ab 14 Uhr da. Sonst gelten unsere normalen Bürozeiten. Denken Sie aber daran, dass freitags nur vormittags geöffnet ist. Ende von Teil 1.
Hören, Teil 2. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. Und hier Informationen zum Fernsehprogramm für den heutigen Abend. Im ZDF läuft von 20.30 Uhr bis 21 Uhr ein Dokumentarfilm über Hunde und Katzen in deutschen Haushalten. ARD zeigt von 20.15 Uhr bis 21.30 Uhr eine Reportage über Reiseziele in Norddeutschland. Und bei RTL sehen Sie ab 18.45 Uhr die Nachrichten und anschließend von 19.10 Uhr bis 20 Uhr eine Kochsendung mit Profiköchen aus Deutschland. Nummer 6. Die Ferien beginnen. Manche starten in den Urlaub, andere bleiben zu Hause und freuen sich auf die freien Tage in Deutschland. Für Schulkinder gibt es dieses Jahr ein besonderes Angebot der Sportvereine. Für insgesamt nur 12 Euro kann man in den ganzen Ferien verschiedene Sportarten ausprobieren, wie zum Beispiel Klettern, Schwimmen, Bootfahren und Reiten. Das komplette Programm und die Anmeldung gibt es ab sofort im Internet auf www.feesport.net. Nummer 7. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie an jedem Samstag kommt jetzt unser Gewinnspiel. Vielleicht wartet das Glück schon auf Sie, aber ein bisschen müssen Sie ihm helfen. Hier ist unsere Frage. Seit wann gibt es das Internet? Wenn Sie es wissen, rufen Sie uns an und mit etwas Glück können Sie ein Wochenende im Berghotel Norgay gewinnen. Natürlich inklusive Hin- und Rückfahrtickets der Deutschen Bahn. Nummer 8. Die lokalen Jobcenter veranstalten eine Woche der beruflichen Orientierung. Von Montag bis Freitag, immer von 8 bis 13 Uhr, können sich junge Leute und auch ganze Schulklassen über Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Montag bis Mittwochnachmittag gibt es Angebote für Arbeitssuchende. Und am Donnerstag und Freitagnachmittag geht es um Weiterbildung. Die genauen Themen und Termine erfahren Sie im Internet. Nummer 9. Hier sind die Tipps fürs Wochenende. Ab 20 Uhr spielt die Musikband Crazy Pumpkins in der Stadthalle. Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse. Am Samstag von 10 bis 17 Uhr findet wie jedes Jahr wieder die Aktion Mach mit im alten Bahnhof statt. Dabei kann jeder, der möchte, gebrauchte Sachen aus dem Haushalt oder Kleider zu günstigen Preisen verkaufen und kaufen.
Und am Sonntag ist um 16 Uhr das Endspiel des regionalen Handballturniers im Waldparkstadion. Ende von Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Guten Morgen allerseits. Wir haben heute einen anstrengenden Tag vor uns, deshalb wollen wir die Besprechung so kurz wie möglich halten. Ich hätte folgende Punkte: Neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Neuaufnahmen, Schichtplanung. Hat jemand noch ein Thema? Ja, ich. Ja, Herr Rothgerber. Da ich mit meinen Kindern die Ferien planen muss, würde ich gerne meinen Urlaubsantrag bald abgeben. Nummer 10 und 11. Hallo, Herr Simons. Gut, dass ich Sie treffe. Hallo, Frau Henkel. Was gibt's denn? Also, unsere Kinder machen ja nächste Woche mit der Kindergartengruppe einen Ausflug in den Zoo. Ja, stimmt. Nächsten Montag. Genau. Aber ich habe da ein Problem. Um 15 Uhr ist der Ausflug schon vorbei. Und wir sollen die Kinder ja direkt am Zoo abholen. So stand es auf dem Zettel vom Kindergarten. Ja, aber am Montagnachmittag muss ich arbeiten. Könnten Sie dann vielleicht meine Tochter auch mitnehmen? Ich schaffe das nicht rechtzeitig, bis zum Zoo zu fahren. Ja, natürlich. Das ist gar kein Problem. Sie kann auch gerne noch bei uns spielen, wenn Sie noch nicht zu Hause sind. Ach, das ist ja super. Dann muss ich mir keine Sorgen machen. Vielen Dank. Das ist doch ganz selbstverständlich. Nummer 12 und 13. Guten Morgen, Herr Meinert. Was kann ich denn heute für Sie tun? Ja, Frau Weber, es ist etwas unangenehm. Ach, Herr Meinert, Sie sind jetzt 20 Jahre ein guter Kunde bei unserer Bank. Ich bin sicher, wir können Ihnen helfen. Also, meine Tochter hat ja ein Studium angefangen und meine Frau und ich unterstützen sie, auch mit Geld. Und das wollen wir auch in Zukunft tun. Ja. Aber jetzt musste meine Firma schließen. Ich bin jetzt also auf der Suche nach einer neuen Stelle. Und natürlich haben wir jetzt etwas wenig Geld. Verstehe. Das tut mir leid. Aber ich glaube, ich habe das Richtige für Sie. Und zwar bieten wir einen Kredit zu besonders günstigen Zinsen an für die Ausbildung Ihrer Kinder. Also auch für das Studium. Interessant. Und wie geht das genau? Also, das ist so. Wir können Ihnen einen ganz speziellen Vorschlag. Nummer 14 und 15.
Ah, Frau Lohner, guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Guten Tag, Herr Feldmann. Sie haben mir eine E-Mail geschickt wegen Alina? Ja, also ich will Sie gleich beruhigen. Es gibt kein großes Problem, aber ein kleines. Eigentlich waren wir ja immer sehr zufrieden mit Ihrer Tochter. Aber jetzt haben wir eine neue Schülerin in der Klasse. Ach, ich weiß schon. Naja, Alina und die neue Schülerin haben sich jedenfalls angefreundet. Und eigentlich sind wir ja sehr glücklich, wenn Neue so schnell integriert werden. Aber die beiden verbringen wohl sehr viel Zeit zusammen. Da bleibt wohl keine Zeit mehr, um sich für den Unterricht vorzubereiten. Ja, ich habe schon bemerkt, dass Alina nur noch selten an ihrem Schreibtisch sitzt. Leider sind Alinas Noten auch schon schlechter geworden. Sprechen Sie doch mal mit ihr, dass sie sich wieder mehr auf die Schule konzentriert. Nummer 16 und 17. Guten Tag, Herr Milenkovic. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Und Sie sind Frau Boskurt? Genau. Hatten Sie eine angenehme Reise? Ja, ganz einfach. Man fährt ja direkt durch mit der Bahn. Gut. Wir haben Ihre Bewerbung gelesen und wollten Sie gern persönlich kennenlernen. Was interessiert Sie denn an unserer Firma? Ich habe in Serbien in Ihrem Bereich gearbeitet. Wir haben Programme für Krankenhäuser und Arztpraxen geschrieben, genau wie Ihre Firma. Das hat mir sehr gefallen, aber ich wollte nach Deutschland kommen, weil meine Partnerin in Deutschland lebt. Bei Ihnen könnte ich mit dieser Arbeit weitermachen. Das wäre wunderbar. Ja, tatsächlich arbeiten wir auch mit einer Firma in Serbien zusammen. Da könnten Sie uns sicher helfen. Können Sie denn schon im nächsten Monat beginnen oder müssen Sie in Serbien noch was erledigen? Nein, ich lebe jetzt hier. Ich könnte sofort bei Ihnen anfangen. Ende von Teil 3. Hören Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Sind Sie auch Mitglied in einem Verein oder Club? Wir haben heute Morgen in der Innenstadt einige Personen zu diesem Thema befragt und interessante Dinge erfahren. Doch hören Sie selbst. Beispiel. Also,
Meine Frau und ich sind seit 2 Jahren in Rente und haben nun viel Freizeit und auch viele Interessen. Daher sind wir sogar in mehreren Vereinen. Dem Turnverein, dem Gesangsverein, dem Kunstverein und dem Naturschutzverein. Bei uns im Ort gehört das Vereinsleben einfach dazu. Da trifft man sich regelmäßig und unternimmt etwas zusammen. Deshalb haben wir auch viele Freunde und Bekannte. Darüber sind wir natürlich sehr froh. So kommt bei uns, trotz Rente, nie Langeweile auf. Nummer 18. Noch vor einigen Jahren war ich ein sehr aktives Mitglied im örtlichen Leichtathletikverein. Ich habe mehrere Stunden pro Woche die Jugendgruppe trainiert. Auch bei der Organisation und bei Festen habe ich oft geholfen. Helfende Hände werden in Vereinen ja immer gebraucht. Das habe ich auch immer gern gemacht und jede freie Minute in der Sporthalle verbracht. Aber jetzt brauche ich mehr Zeit für meine Arbeit. Ich habe einfach in meiner Firma zu viel zu tun. Deshalb bin ich seit circa einem Jahr nicht mehr aktiv im Verein. Nummer 19. In meiner Kindheit und Jugend war ich ein begeistertes Mitglied im Handballverein. Das hat mir damals riesigen Spaß gemacht. Wir haben 2-mal pro Woche trainiert und an den Wochenenden an Spielen teilgenommen. Manchmal sind wir auch mit dem Verein für ein paar Tage ins Trainingslager oder zum Zelten gefahren. Das waren tolle Erlebnisse, die ich bis heute nicht vergessen habe. Also, wenn ich später mal Kinder habe, werde ich sie auch, je nach Interesse natürlich, bei einem Verein anmelden. Sie sollen auch diese Möglichkeiten haben, die ich in meiner Kindheit hatte. Nummer 20. Ich persönlich habe in diesem Punkt keine Erfahrung. Aber ich weiß natürlich, dass Sportvereine bei uns in Deutschland besonders beliebt sind. In jedem kleinen Dorf gibt es mindestens einen Fußballverein. Wie ich gelesen habe, verbringt sogar jeder 5. Bundesbürger seine Freizeit in einem Sportverein. Und auch bei der Integration von Zuwanderern spielen Sportvereine eine große Rolle. Sie übernehmen damit sehr wichtige Aufgaben in unserer Gesellschaft. Ende des Subtests hören.